Herzlich willkommen zu einer neuen Serie von Pimp My House. Dies hier ist eine ganz besondere Folge. Guck sie dir bitte bis zum Ende an. Ich habe hier ganz viel geschafft. Hier haben wir so einen kleinen Sprung auch gemacht, da das hier echt so ein bisschen so eine Durststrecke war. Man muss manchmal so ein bisschen durchhalten und dementsprechend habe ich wenig Videos gemacht, wollte es einfach nur fertig kriegen. Ich werde dir jetzt aber hier alles erklären, was ich gemacht habe, wie ich das gemacht habe. Du siehst, hier sind schon die Lagerschränke, hier kommen so Metallschränke rein, da kann man dann Ordner reinmachen, Papierkram, alles was der Lehrer so für seinen Alltag braucht und die Frau für Schuhe und was hier sonst noch so ist. Das heißt, hier an dieser gesamten Wand entlang, hier wo diese Holzkeile befestigt sind, da werden die Schränke dann nach oben festgeschraubt, dass sie nicht kippeln. Hier kommen 5 Schränke hin. Ich habe hier so ein Podest gebaut aus Holz, da stehen die Schränke drauf. Das sollte man im Keller ja immer so machen, falls mal Wasser im Keller läuft, was sehr, sehr unwahrscheinlich ist hier, ne? Da habe ich so Aluminiumfüße einfach drunter geschraubt. Die sind alle höhenverstellbar. Das ist ein sehr praktisches System. Hier hinten habe ich so Metall dran gemacht, dass der Schrank da hinten nicht überstehen kann. Ja, das sind so die Halterungen. Ich habe hier schon die Sockelleisten geklebt. Ne, da habe ich dann hier unten drunter habe ich 3 mm Keile gelegt. Und hier die Fugen sind 2 mm, habe ich hier so einen Keil dazwischen gemacht. Die sind jetzt schon fest hier. Ne, und jetzt muss das Ganze nur noch eingefugt werden. Hier wird das Ganze reingedrückt. Dann quill das hier oben raus, dann nehme ich das hier ab. Und hier unten ziehe ich dann quasi Silikon lang. Und hier oben drauf wird mit Acryl versiegelt. Und dann ist das wirklich richtig schick und perfekt. Das hat ja auch ganz gut geklappt mit dem Sockelleistenkleben. Das habe ich gut hinbekommen. Ohne mich jetzt selbst zu loben, aber das sind ja alles Sachen, ich mache das ja alles zum ersten Mal. Ich muss mir dann immer YouTube-Videos angucken und dann frage ich noch jemanden, der das schon mal gemacht hat und dann irgendwann reime ich mir so meine Sachen zusammen. So, hier habe ich jetzt auch die Sockelleisten geklebt und die habe ich mir hier schon alle zurechtgelegt. Ich habe das jetzt immer so gemacht, dass es immer so ungefähr auf der Hälfte ist, die Fuge hier. Es gibt so die Möglichkeit, dass man immer diese Sockelleiste, die ist ja 60 cm breit, dass man die immer so mit der Fliese nimmt. Aber die sind komischerweise 59,9, also die sind nicht genau die Länge von der Fliese und dann passt das natürlich nicht. Ne? Dementsprechend habe ich gesagt, komm, setz es auf die Hälfte, sieht auch super aus. Ne? Das sind so ein paar Sachen. Und dann habe ich auf jeden Fall auch hier die Fugen hier in der Ecke auf Gehrung geschnitten. Viele setzen die einfach nur als Stoß aufeinander. Das ist natürlich so ein bisschen lieblos und ja, Gefusche will ich jetzt nicht sagen, aber so macht man es eigentlich nicht fachmännisch. Und du siehst hier, die habe ich hier richtig schön winklig geschnitten. Das wird eingefugt und dann ist das richtig perfekt. Auch die Außenecken, da kann ich jetzt allerdings noch keine zeigen. Ne? Ich habe mir eine spezielle Konstruktion gebaut, mit Hilfe der ich diese Fliesen hier auf Gehrung schneiden kann. Ich werde dir das aber gleich auch zeigen. 2 Möglichkeiten, die es da gibt, was man machen kann. Ich werde dir aber die bessere Alternative gleich präsentieren. Also das ist ein richtig, richtig guter Trick und ich glaube, den kennen teilweise noch nicht mal Fliesenleger. Ne, das sind so ein paar Details. Ein Fliesenleger wird es vielleicht anders machen. Keine Ahnung, vielleicht können die das von Hand, weil die das jeden Tag machen. Aber ich sag mal, für den Hobbyhandwerker ist das, was ich dir gleich zeige, die perfekte Lösung. Wie du siehst, auch hier schon die Sockelleisten dran. Das Einzige, was da hinten jetzt noch fehlt, ist der Heizkörper. Ne, hier, die Wand muss ich jetzt gleich noch machen. Und jetzt kommen gleich ganz, ganz viele Ecken, die ich schneiden muss. Ne? Da ist eine Ecke, noch eine, noch eine, noch eine. Hier ist eine, die noch nicht mal 90 Grad ist. Das wird noch ein bisschen knifflig. Hier auch wieder so eine... Ne, so eine nicht 90 Grad, das ist nie wie 100 Grad Ecke. Ne? Und dann hier die Außenecken und so. Ihr seht ja, da ist noch viel, viel gefummelt. Also diese Flächen, die gehen immer schnell, einfach nur dran kleben, fertig. Ich habe den Fliesenkleber, zeige ich dir gleich alles oben. Den habe ich einfach da klecksweise unten drauf gemacht, die dran gedrückt. Ich habe es erst mit dem Zahnspachtel probiert. Ich habe gedacht, dass das ein bisschen genauer und besser ist. Aber es ist wirklich besser, man macht da Kleckse drauf. Warum, werde ich dir oben gleich auch noch mal eben zeigen. So, jetzt zeige ich dir die Fliesenkonstruktion, beziehungsweise vorher nochmal eben, du hast ja alles noch gar nicht gesehen. Ich habe das hier alles ja verputzt, einmal die Wand. Dann habe ich das zweimal mit Kalkglätte gespachtelt. Da gibt es auch noch einen schönen Trick. Ich habe das mit Hilfe eines Zahnspachtels gemacht. Da gibt es so ein tolles YouTube-Video, das habe ich gesehen. Und da zeigt ein Maler das, wie man also auch als Laie so eine Wand, wie du das hier siehst, perfekt
glatt spachteln kann. Das habe ich gar nicht gewusst, dass man das so einfach selber machen kann. Dann nimmt man einfach diese Kalkglätte, weil das hier ein Feuchtraum ist. Ne? Also hier könnte mit Feuchtigkeit zu rechnen sein. Das ist eigentlich ein trockener Keller. Aber deswegen ist es wichtig, dass man das Ganze hier mit Kalkglätte einmal verspachtelt. Also da sollte man nicht diese typische Gips, dieses Gipszeug nehmen, womit man was glatt spachtelt, sondern da ist wichtig, dass man so ein Kalkzeug nimmt. Ne? Und ich habe das hier auch alles gestrichen mit einer sogenannten Kalkdispersionsfarbe. Kalkfarbe zu streichen ist eigentlich für den Laien unmöglich und es wird total fleckig, sieht auch scheiße aus. Ich glaube, auch ein Fachmann hat da seine Probleme mit. Das hatte ich erst vor, aber ich wollte keine fleckigen Wände haben. Und jetzt gibt's, ich habe die von Stokolor oder farbenprofi.de ist das, glaube ich. Und Stokolor heißt die Farbe. Das ist eine Silikat-Dispersionsfarbe, also die hat die Eigenschaften einer Silikatfarbe, ist aber zu verarbeiten wie eine normale Dispersionswandfarbe. Und ja, da ist es allerdings ganz wichtig, also wie gesagt, nochmal die Schritte, dass du das weißt, wie die Wand jetzt aufgebaut ist. Erstmal verputzt. Dann habe ich nochmal mit Klebe- und Armierungsmörtel habe ich alle Unebenheiten ausgeglichen, mit so einer Latte noch. Das war auch nochmal ein bisschen knifflig. So, und dann hatte ich die Wand grob glatt und dann habe ich da mit einem Zahnspachtel, ich glaube 4 mm Zahnung, habe ich da erstmal so diese Kalkglätte aufgebracht. Und dann habe ich das einfach mit einem Flächenrakel glatt gezogen. Ich zeige dir die Geräte gleich auch nochmal, mit denen ich das gemacht habe, was ein Flächenrakel ist, wenn du das nicht weißt. Ja, so sieht das Ganze hier aus. Ja, und dann habe ich das, wie gesagt, einfach nur Kalkglätte. Zweimal habe ich das Ganze gemacht. Dann habe ich das Ganze geschliffen. Dann habe ich eine spezielle Grundierung drauf gemacht. Das ist unverzichtbar bei dieser Silikat-Dispersionsfarbe. Sonst saugt sofort die Feuchtigkeit weg und die Farbe zieht sofort an, ist also nicht verarbeitbar. Also das ist eine spezielle Tiefgrund quasi extra für diese Farbe, habe ich auch von Stokolor, also auch bei diesem Farbenprofi-Laden gekauft und dementsprechend damit habe ich alles grundiert und dann habe ich das mit dieser Kalkfarbe gestrichen, zweimal. Wie gesagt, sieht super aus, ne? Auf dem Video sieht das immer perfekt aus, auch wenn es schlecht ist, aber du kannst mir glauben, ich habe das hier wirklich richtig, richtig gut und richtig toll alles hier und ganz, ganz mit ganz viel Liebe zum Detail alles gemacht, also das ist wirklich richtig tipptopp hier alles, richtig akkurat. Ja, dann habe ich hier noch selber meine erste Tür eingebaut. Das habe ich auch noch nie gemacht. Ne? Hier oben musste ich sie sogar zuschneiden, weil das da ein bisschen zu lang war. Ne? Ja, so sieht das Ganze aus. Hier ist jetzt quasi der Versorgungsraum hinter. Und ich habe hier quasi auch, hier ist der Heizungsraum noch. Ne? Da habe ich jetzt auch eine Tür drin. Da müssen noch an den Seiten, kommt noch eine Leiste drum zu. Da siehst du, da ist noch ein bisschen Luft. Und dann ist das hier auch eine saubere Lösung. Der Kamin ist hier gestrichen. Ne, da habe ich noch so Luken eingesetzt, ne, damit das sauber aussieht, sonst waren da solche Runzeligen. Kann ich dir mal zeigen. Sowas hier, ne, das sieht natürlich nicht so schick aus. Und du hast dann einmal die Kleidung drum, sieht gut aus. Hier übrigens, das ist so eine Art Spezial-Metallic-Optik-Farbe. Ich habe einfach mit dem Schwamm, ich habe das hier abgeklebt und dann habe ich diese Farbe, die konnte ich nicht mit der Malerrolle verarbeiten. Das funktionierte nicht, weil die eine ganz seltsame Konsistenz hatte. Und dann habe ich einfach mit dem Schwamm, habe ich das hier quasi von links nach rechts gezogen und jetzt sieht das eigentlich richtig schick aus hier so, ne? So als Deko. Da kommt noch vielleicht irgendwas dran gehängt, das muss ich mir überlegen. Dann habe ich hier einfach aus einer Küchenarbeitsplatte, habe ich hier so einen kleinen Schreibtisch hier in die Ecke noch reingetischlert. Das habe ich eigentlich ganz einfach gemacht, einfach hier nur diese, ich habe das mit einer Schablone gemacht, weil die Wände sind hier nicht genau gerade. Ich habe erst eine Schablone ausgeschnitten und dann habe ich die da drauf gelegt, rumgezeichnet und dann habe ich es da hier mit der Säge nochmal zurechtgeschnitten, damit die Spalten hier alle gleich groß sind, ne? Weil die Wand, wie gesagt, die ist so oder so schief, auch diese hier ist nicht ganz gerade. Ja, dann habe ich das einfach hier mit einer Kantenfräse hier die Rundung reingemacht, hier habe ich mit der Stichsäge drum zugesägt, alles abgeschliffen. Ja, und dann habe ich das Ding dreimal geölt mit so einem Hartwachsöl, dass da nichts passiert. Das war allerdings so billiges Holz. Wir haben ja gerade diese tolle Holzkrise, sodass das Holz alles extrem teuer wird. Also das war so eine ganz billige Küchenarbeitsplatte. Und deswegen waren da immer hier und da ein paar Macken drin. Die habe ich erstmal zuspachteln müssen mit Holzkit. Dann habe ich das wieder abgeschliffen. Und wie gesagt, dann ist es das geworden, was es jetzt ist. Ne? Hier so ein kleiner Mini-Schreibtisch hier für den Keller, wenn man mal was zu basteln hat, zu löten. Alle Aufgaben, die so ein bisschen feiner sind, also nichts, was Dreck macht. Ne? Weil der Keller ja schön renoviert ist. Alles, was dreckig ist, das mache ich in der Garage und was rumstaubt.
und das andere kann ich hier schön machen. Dann habe ich mir auch hier extra die Lampen so platziert. Hier, da sind drei Lampen direkt über dem Schreibtisch, dass ich hier schön hell habe. Und die anderen sind hier gleichmäßig einfach verteilt in der Decke. Ja, das hier sind die Metallschränke. Kommen hier insgesamt 9 Stück rein. Hat man richtig viel Platz. Ja, so sieht es aus. Dieses Teil hier, das habe ich auch hier nochmal. Da siehst du es, da ist auch nochmal diese Holzkonstruktion. Hier kommen auch nochmal 1, 2, 3, 4 Schränke hin. Hier links kommt ein kleiner bisschen Platz, so eine Nische. Kann dann irgendwie noch was hingestellt werden, ein bisschen Deko. Die Kellerentlüftung, die funktioniert hier auch super. Ich habe den Lüfter eingebaut, weil hier waren vorher Fenster drin und der Keller muss ja belüftet sein. Da habe ich einfach einen Lichtschalter gemacht, eine Lüftung mit so einem Rohrlüfter habe ich da eingebaut. Brauche ich eigentlich nicht, weil der Keller relativ trocken ist. Wie gesagt, die Tür sitzt ja auch schon drin. Lichtschalter habe ich hier reingesetzt. Ich habe hier einen Lichtschalter, also das ist hier einmal für hier und das ist für die Garage oben. Wie gesagt, das hier schaltet den gesamten, also alles hier aus im Keller. Ich habe da, wie gesagt, einen Schalter für alles hier. Das ist ein bisschen praktischer, weil ne, ich brauche im Keller nicht hier die Räume einzeln schalten. Ja, nun geht es nach oben. Ich zeige dir nochmal, oh ja, das ist übrigens ein ganz tolles Werkzeug hier. Das ist eigentlich unverzichtbar. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber ich habe das irgendwann auch mal in einem Video gesehen. Und wie gesagt, wenn ich jetzt irgendwo was anzeichnen möchte, kann ich das hier festdrehen und dann kann ich hier zack, 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 mehrere, zum Beispiel um Schrauben oder irgendwelche Bohrungen zu markieren, ist das wirklich unverzichtbar, das Teil. Also total genial. Der Fliesenschneider hier war ein Fehlkauf, der ist ziemlich scheiße. Der kann ich auch die Sockelleisten nicht mitschneiden, weil die, es kommt immer auf die Sockelleisten drauf an. Manche haben eine dicke Lasur, manche eine dünne. Und wie gesagt, mit dem Fliesenschneider, wenn ich damit die Fliesen hier die Sockelleisten durchschneide, dann brechen die nicht richtig sauber. Dann, deswegen. Und ich muss die alle mit der Flex schneiden, aber das zeige ich dir jetzt eben oben. Ja, das hier ist die Konstruktion hier und mein Arbeitstisch hier, um die Fliesensockelleisten hier zuzuschneiden. Ja, das sind einfach hier zwei Bretter, die habe ich hier auf meinen Außenarbeitstisch draufgeschraubt. Das ist einfach hier nur eine Spanplatte. Und hier passt genau eine Sockelleiste dazwischen. Ne, die schiebe ich dann hier nach vorne. Die kann ich entweder von der einen Seite, von der anderen, je nachdem, ob ich eine Innen- oder eine Außenecke schneiden möchte. Und dann habe ich mir hier so eine Konstruktion bestellt. Ich kann dir leider nicht mehr sagen, wie das heißt. Da musst du ein bisschen nachsuchen. Guck mal, was drauf steht. Mechanik irgendwas. Slider 45 Mechanik.ua. Vielleicht hilft dir das bei der Suche. Auf jeden Fall, das ist so ein Teil, da kann man eine Flex schön im 45 Grad Winkel einspannen. Das ist eigentlich dafür gedacht, um ganze Fliesen da so eine 45 Grad Winkel reinzuschneiden und nicht für Sockelleisten. Deswegen musste ich mir hier so eine Hilfskonstruktion bauen. Ich habe die beiden Bretter hier auch so ein bisschen angeschrägt, dass die, ne, dass die Scheibe da nicht gegenkommt. Aber ich habe hier sowieso noch 2 mm Platz. Und dann habe ich hier ein Holz einfach drauf geschraubt, siehst du. Dann kann ich das hier entlang ziehen. Ne? Und damit kann ich die dann quasi auf Gehrung schneiden, die Fliesenecken. Und hier, damit ich 2 Hände zum Arbeiten habe und zum Führen der Flex, das ist immer wichtiger, dann kann man noch ein bisschen langsamer und ein bisschen genauer das Ganze schneiden, habe ich hier einfach ein Loch reingemacht. Jetzt habe ich hier so eine Schraubzwinge. Damit kann ich dann die Fliese hier einfach festspannen. Und also das ist eine Konstruktion, das funktioniert wirklich super. Ich habe das erst ohne Diesel gehabt und ohne dieses Stück hier und habe das so alles von Hand versucht, aber das ging auch irgendwie, aber war echt ätzend und echt ganz schön kompliziert. Dann habe ich hier noch eine, so eine Scheibe, das ist so eine für die Flex, extra für Fliesen, um das Ganze zu entgraten. Das ist auch unverzichtbar, wenn du Fliesensockel machst. Das ist jetzt eine 400er Körnung, ist da glaube ich drauf. Und damit schleife ich dann die Fliesenecken noch, wenn ich jetzt mal zeige. Ne, das ist jetzt eine, die habe ich glaube ich, das war mit der ersten Konstruktion. Ne, die ist jetzt nicht so ganz so sauber geworden. Ne, seht ihr, da sind immer noch so ein ganz paar Unebenheiten dran. Und das hält man einfach hier einmal kurz dran ein bisschen und dann ist das tatsächlich richtig schick und richtig toll und richtig gerade. Genau, dann habe ich hier noch meinen Rührer hier für den Fliesenkleber, eine normale Flexscheibe. Das wollte ich dir auch noch eben sagen, und zwar diese roten, die habe ich bei eBay. Man muss wirklich, wenn man Feinsteinzeug Fliesen schneidet, oder ist ja keine Fliese, ist ja Feinsteinzeug, aber weißt, was ich meine.
Da müssen das spezielle Flexscheiben sein. Das ist eine sehr dünne Scheibe, eine Diamantscheibe. Ich habe dieselbe noch in grün. Die sieht eigentlich genauso aus. Ich habe gedacht, dass dieselbe war 10 Euro günstiger. Die kostet, glaube ich, 30 Euro und die andere hat 20 gekostet. Aber bei der Scheibe ist es tatsächlich, ist das hier richtig ausgerissen, wie man das hier so sieht, ne? Da sind dann richtig dicke Macken gekommen. Und bei dieser roten Scheibe, also wie gesagt, kauf dir eine richtig teure, hochwertige Scheibe, wenn du die... dieses Feinsteinzeug bearbeitest. Frag am besten irgendwie einen Fachmann, wenn du einen zufällig im Bekanntenkreis hast, was man da nimmt, was die benutzen. Ich habe mir das hier abgeguckt, auch vom Fliesenleger, ne? Der hat diese Scheibe gehabt, da habe ich das Ding bei eBay rausgesucht und mir das Ding auch bestellt. Genau, das so. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit. Ich habe mir auch sowas hier gekauft. Das ist so eine Art, ja, Tischkreissäge, nur für kleine Fliesenteile. Und du kannst das ganze Ding auch hier hochkippen. Aber das hat auch nicht, überhaupt nicht gut funktioniert, kann ich dir überhaupt nicht empfehlen. So hatte ich das ursprünglich vor. Also ich musste, du merkst schon, ich musste echt ein bisschen tüfteln. Wenn man den dann so feststellt, dann habe ich die so per Hand hier so lang geschoben. Ne? Aber das ist nicht gerade geworden und das ist auch keine hochwertige Scheibe hier drin. Dementsprechend war das nichts. Das Ding ist allerdings trotzdem keine Fehlinvestition. Das würde ich dir unbedingt empfehlen. Die gibt es auch von anderen Marken. Das Ding kostet auch nicht viel, ich glaube 60 oder 70 Euro. Das ist auf jeden Fall eine das Ganze ist Geld wert, weil hier hast du so einen schönen Anschlag, 45 Grad. Wenn ich nämlich nachher bei der Treppe, die Fliesen so, ne, das, die lasse ich an der Wand lang laufen, an der Treppe, und damit kannst du die wunderbar auf 45 Grad schneiden. Das ist, wie gesagt, mit dem Fliesenschneider immer so eine Sache, ne? Manche Sockelleisten brechen gut, manche wiederum nicht. Wenn du Sockelleisten hast, die gut brechen, kannst du es mit dem Fliesenschneider machen. Ansonsten würde ich dir dieses Teil hier empfehlen, ne? Wie gesagt, aber nur hier Ratschlag jetzt vom absoluten Laien, ne? Das ist alles, was ich mir so ein bisschen zusammengereimt habe und wie ich eigentlich sehr gut klarkomme hier mit den Sachen. Ganz wichtig, eine Schutzbrille, da bin ich immer so ein bisschen, vergesse ich manchmal, muss ich ehrlich sagen. Aber wie gesagt, hier beim Fliesenschneiden ganz, ganz unverzichtbar. Bei dem Ding hier nicht, da fliegt nichts nach oben weg, das ist ja hier so wie so ein Schutz. Ne? Aber auf jeden Fall hier, wenn man das Feinsteinzeug, da hat man sofort einen Splitter im Auge, sobald du keine Schutzbrille benutzt. Ganz, ganz wichtig. Ja, dann habe ich nochmal gesagt, den Fliesenkleber habe ich ja mit so einem Ding hier einfach hier so quasi an mehreren Stellen so ein bisschen drauf gemacht, aber eher im unteren Bereich, damit es oben nicht rausquillt, weil ich ja die Wand schon gestrichen habe. Und dann habe ich die einfach dran gedrückt. Das, da musst du so ein bisschen Gefühl für entwickeln, wie viel Fliesenkleber da dran kommt. Das kann ich dir jetzt auch hier quasi, da kann ich dir schlecht eine Beschreibung für geben, das musst du selber mal ausprobieren. Ne, wichtig ist, dass du die möglichst weit an die Wand dran drückst, so 2 mm Spalt kann oben ruhig noch sein. Ne, aber wie, umso weniger musst du nachher versiegeln, umso besser du diese Fliesenkleberportionen ja, dir abwägst. So, ne? Gut, dann wollte ich dir noch eben sagen, wie ich die Wände glatt gespachtelt habe. Und zwar, ich glaube, das war sogar diese Zahnkelle. Musst du selber mal ausprobieren an so einem Stück Wand. Das kommt auch immer darauf an, welche Zahnung du nimmst, wie glatt du die Wand vorher schon hattest. Ne, da musst du immer gucken. Ich glaube, das war noch eine Zahnung weniger. Das sind jetzt, glaube ich, 6 mm. Ich hatte 4 oder 5, weiß ich gar nicht. Und dann nimmst du den Fliesenkleber, haust den hier drauf und dann schmierst du den hier mit an die Wand. Dann hast du das Ganze streifenförmig. Und dann nimmst du ein sogenanntes Flächenrakel. Ich weiß gar nicht, ob ich so ein großes jetzt hier habe. Die habe ich wieder weggepackt. Das aber, sieht aber genauso aus wie dies hier, ist nur 60 cm breit und dann kannst du das einfach von unten nach oben oder von oben nach unten oder so, kannst du das wunderbar glatt ziehen. Und dann ist das wirklich tipptopp gerade, ne? Und das kann ein Maler nicht besser machen. Ne? Also ich glaube, ich habe hier so eine ganz feine Zahnung genommen, sowas. Aber das, wie gesagt, das musst du ausprobieren, das ist bei jeder Wand anders. Da gibt es jetzt nicht den Universalratschlag für, ich habe da auch ein bisschen lange bei gesessen. Eine Sache ist noch ganz wichtig, die habe ich falsch gemacht. Wenn du diese Kalkglätte anrührst, Weber 178 ist das, glaube ich, hier, Kalkglätte, ne? Dann ist eine Sache ganz, ganz enorm wichtig, und zwar, dass du die Kalkglätte da erstmal anrührst mit Wasser, entsprechend so viel, wie da rein muss, da steht alles drauf. Und dann musst du es wirklich irgendwie mindestens eine Viertelstunde stehen lassen. Und damit das irgendwie so ein bisschen aufquillt, weil es gibt Spachtelmassen, die hochwertig sind, wo man das nicht machen muss. Da steht zwar auch drauf, aber da ist das nicht so wichtig. Bei dem Zeug, dann hast du wirklich Klumpen drin. Also da musst du schön lange warten. Ich habe sonst immer mit Quadra-Füllspachtel hier oben die Wände glatt im Haus die Wände glatt gespachtelt. Da konnte man so Wasser reinmischen, zack, sofort verarbeiten, lief super.
Aber bei einigen zum Beispiel auch hier so Rigips. Dieses Zeug, damit spachtelt man ja Rigipsplatten. Diese von dieser Marke zum Beispiel, das klumpt auch, wenn man das nicht lange genug stehen lässt. Von Quadra jetzt eben nicht, ne? Aber wie gesagt, das hier unbedingt ganz lange quellen lassen und danach nochmal ein bisschen Wasser drauf und dann nochmal umrühren. Und dann ist das Zeug wirklich perfekt. Also das ist wichtig nochmal, weil da habe ich erst gedacht, ich kann es irgendwie nicht. Und letzten Endes lag es nur daran, dass das Zeug hier falsch angerührt war. Auch diese Wand hier habe ich schon gespachtelt. Die ist auch schon geschliffen, aber die ist noch nicht gestrichen. Deswegen sind hier noch so einige hier Stellen. So, aber ist alles super glatt hier. Alles tipptopp. Auch die Decke habe ich hier gemacht. Und wenn man dann hier, wie gesagt, reinkommt, ne, auch das ist alles schon glatt. Wie gesagt, da muss ich nur noch einmal ganz oben drüber einmal abziehen. Ne, da sind nur noch so ganz kleine Vertiefungen. Aber das ist auch schon alles hier ganz gut geworden. Ne? Ja, so sieht's aus. Oh ja, eine Sache, die noch sehr anspruchsvoll war. Du siehst von innen hier die Tür. Und zwar hier diesen Sturz. Die Tür war nicht ganz gerade eingebaut. Und letzten Endes, beziehungsweise konnte auch nicht gerade eingebaut werden, weil die Wand nicht ganz gerade war. Und du siehst hier, hier haben wir ungefähr einen Abstand von 3 cm und hier von 4,5 cm. Das ist nicht schlimm, das sieht man, weil es alles weiß ist. Das fällt überhaupt nicht auf, ne? Aber wie gesagt, da muss ich natürlich hier so eine kleine Konstruktion hinbauen. Ich habe hier mit Heißkleber tatsächlich hier an den Rahmen was dran geklebt, aber vorsichtig. Den Heißkleber habe ich noch ein bisschen auskühlen lassen. Dann habe ich hier so einen Balken drauf gemacht und dann habe ich das hier vollgestopft mit dem Spachtelzeug und Zement und so. Und dementsprechend ja, habe ich es dann aushärten lassen, musste 2-3 Mal drüber. Also so eine Tür vernünftig einzuspachteln, das ist immer echt Geduldsarbeit. Also da habe ich bestimmt einen halben Tag beigesessen, ne, weil man da immer wieder das trocknen lassen muss, dann die nächste Schicht drauf und so weiter und so fort. Ne? Ja, so sieht es hier aus. Die Rigipsplatten hier, die sind noch fürs Badezimmer oben. Die müssen noch, da kommt die Decke neu. Die kommen dann hier auch raus. Da sind noch die letzten großen Kellerfliesen, die da noch im Weg liegen. Also hier wird noch ordentlich aufgeräumt. Aber es geht jetzt tatsächlich aufs Ende zu. Das sieht jetzt zwar immer noch aus wie eine Baustelle, ne, aber es ist so gut wie fertig. Ne. Ich muss, wie gesagt, noch jetzt einen Tag sitze ich hier bei, die restlichen Sockelfliesen anzukleben. Dann sitze ich noch einen Tag dabei, oder einen halben, das, die Fugen zu machen, das einzuschlemmen und dann nochmal einen halben Tag unten Silikon und oben nochmal das Acryl drauf. Und das Acryl werde ich wahrscheinlich auch noch nachstreichen. Wenn man hier auf die Sockelleiste, wenn man da oben das Ganze mit Acryl versiegelt, eine Sache, die sehr wichtig ist, hier oben drauf mit Kreppband abkleben, weil sonst verschmieren hier die ganzen Kanten, weil hier oben porös sind, hier zumindest bei meinen Sockelleisten, wirklich hier genau an der Kante entlang, ne, mit Kreppband, dann das, die Acrylfolie drüber ziehen, danach das Kreppband wieder, wenn das Acryl noch feucht ist, direkt wieder abziehen. Ne? Und dann kann man noch nicht nachglätten, dann kommt man nachher hier dran und dann ist es verschmiert. Ne? Also das ist eine Sache, die noch sehr wichtig ist, ne, um da wirklich ein akkurates, sauberes Ergebnis zu bekommen. Dann sowas habe ich mir jetzt auch mal zugelegt, hier mit solchen Unterlegkeilen, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4, 5 und 6. Ne? Dann gibt es noch solche Fliesenkeile, einige machen die unter die Fliesen, Sockelleisten drunter, aber da hast du es ja immer unterschiedlich, je nachdem wie weit es da quasi in die Wand reingeht. Ne? Also ich finde es besser, man hat so eine vollflächige Auflage, dann hast du die Abstände ganz, ganz hundertprozentig. Ne? Also man sagt so zwischen, ich glaube, 3 und 5 mm muss das hier unten sein. Ich glaube, wenn du, da das Haus natürlich jetzt hier schon alt ist und ich ja alles selber mache und dadurch dauert das ja alles sehr lange, dementsprechend trocknet hier bei mir auch alles sehr, sehr vernünftig. Wenn man jetzt einen Neubau hat, dann ist es oft so, dann sackt der Estrich noch irgendwie einen Millimeter runter oder zieht sich irgendwas zusammen. Die Probleme habe ich hier natürlich nicht. Dementsprechend kann ich auch hier sehr schmale Fugen unten drunter. Ich habe wirklich das minimale Maß genommen von 3 mm. Da passiert hier nichts, ne? Weil wie gesagt, den Estrich hier, da habe ich ja nur so einen Streifen auch neu gemacht an den Kanten, weil ich ja den Keller hier versiegelt habe. Das ist ja, ja, wie gesagt, das ist ja schon bestimmt 2 Jahre her, wo ich hier mit den Estrich reingeknallt habe und die Ausgleichsmasse. Das geht ja hier alles sehr langsam voran immer, wie gesagt, weil ich alles selber mache und dementsprechend dauert das immer ein bisschen was. Ne? Okay, gut, soweit so gut. Das ist hier doch ein schönes Bild hier mit der tollen Tür. Das sieht ja richtig professionell aus. Und das ist ein schönes Bild für den Schluss. Und dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Video.